damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Half-Life 2 in unserer kleinen Horrorabteilung. Ja, ne? Ich krieg gerade eine Idee. Ich bin ein bisschen flachsig hier die Session aufgekickt, hab dann in den letzten zwei Folgen vielleicht schon ein bisschen gemerkt. Ja. Hallo? Genau das wollte ich probieren, Shakedelic Baby. Was zum... Dennis hat gesagt, dass sie geworden wie die sonderbaren Dämonen, die in Materie doch im Dunkel hausen. Was willst du, Jung? Hallo, du liegst aber anders da. Okay, da müssen wir wohl durchkriechen, wa? Hier sind diese Käfigdinge. Ne, Taschenlampe ist alle. Ist ja okay. Schauen wir mal zu, ob das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert prima. Aber mich bitte nicht. Noch mehr von den Shows. Denn meine Tage sind vergangen wie Rauch. Und meine Knochen sind trocken wie Asche. Lass mein unreines Wesen Öl für dieses Feuer sein, bis nur das Licht verbleibt. Ist schon klar. Wie es einfach losgeht hier. Hier bin ich. Aua. Oder ich hab's gar nicht gesehen. Das Ding wie anmachen? Komm mal mit. Na komm. Ja, wo sind wir denn? Ja, wo sind wir denn? Ja, wo machen wir Matschi Matschi? Ja, wo haben wir denn? Ja, aber hallo. Ja, feine Matschi Matschi. Mensch! Ja, ne? Man muss hier Munition sparen und die Gegebenheiten nutzen. Sagen wir das mal so. Kann ich das Ding irgendwie anschalten? Ha! Okay. Warte, ich mache euch auf. Ich will dich doch gar nicht hauen. Hallo. Gehen wir sehen. Okay, du bist klein.
Und zwar steht denn da? Ups. Das ist ein schönes, Metzelkapitel. Mögen sie zu Staub im Wind werden. Möge der Engel des Herrn sie verfolgen. Wow. Mit Explosivdingen haben wir nicht so gerechnet. Das tat ein bisschen weh. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber... Jo. Gott, was ist das denn? Aber wer ist dies? Ist noch ein Leben zu retten? Ich behalte dich im Blick. Mehr kann ich nicht versprechen. Fuck. Du elendes Arschloch. Was ist das denn für ein Bekloppter? Ist das ein... Nö. Der zieht... Nie ganz aufpassen. Alter, beklopptes Arschloch. Oh, da komme ich nie hoch, ne? Nee, das geht eine Treppe oder so ein Scheiß. Nee. Nö. Hier tun sie sich halt mal speichern. Ihr wisst ja, wie das ist. Reicht nicht? Was bist du denn für einer? Ist aber leider auch dran. Oh, ja, ah, I know. Okay. Munition sparen können, verdammte Scheiß. Was ist denn da? Alter. Alter, das ist ein bisschen Horror.
Okay, ich muss gucken, wie ich hier weiterkomme. Das kann gut sein, oder? Aber wir haben doch... Dass die Elektrizität kaputt machen? Ne, ist ja bloß der Anzünder quasi. Hm. Und hier fein, das ist hier, wo ich gar nicht mehr gucken. Aha. So ist es also. Ich wäre bekloppt. Nein. Es ist bestimmt wieder einfacher als gedacht. Also das ist schon hier ein bisschen geil. Okay, wir saven. Da kann sehr wahrscheinlich nicht weitergehen. Vielleicht. Warte mal. Weiße. Oh. Weiße Propangasbulle. Weiße Propangas. Alles klar, Herr Kommissar. Ja. Okay. Entschuldigung. Schön Munition verschwendet. Jetzt will mal was probieren. Eigentlich wollte ich was anderes probieren, aber ist okay, ist okay, ist okay. Hier ist er. Nein. Entschuldigung. Das macht einen Riesenspaß.
ist hier noch sein. Putzi! Geh erst ruhig. Ich wollte mich gerade beschweren, wer schmeißt hier mit dem Zeug rum? Das sind die Generatoren. Die tun gern in die Nasen bohren. Achso. Das ist bloß leise, da weißt du Bescheiße. Was? Na, kommt mehr. Herr Mijan will euch zersägen. Komm mal her. Tate? Geht ja nicht mal so schlecht. Er spielt ihn mit den gefährlichen Zeug rum, hab ich gesagt. Das ist schon ein bisschen unter aller Sau. Okay, wo ist denn jetzt mein... Da ist es... glänzt das? Glänzt das nicht von der Seite? Bin ich doof? Aber, hey, mein Freund. Komm jetzt mal von da an. Komm da dran. Sag mal! So haben wir nie gewendet hier. Nimmt ja einfach hier mein hier, ne? Ihr wisst schon. Seische Blatt. Hallo, junger Mann oder junge Frau, ich kann das nicht mehr beurteilen. Aua, aber das Ding lebt noch. Aua, sag mal. Bist du denn ganz knusper? Ich muss mir auf die Käppel ziehen, gell? Wo ist mein Sägeblatt? Dann nimmt der mir einfach mein Sägeblatt. Das gibt's doch nie. Das macht einen Heidenspaß mit dem Scheiß. Wo kommt das denn jetzt? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Mutantenteil? Ach du Fick. Oh. Ich hätte mir bald ins Knie geschnitten. Die sehen aber ganz... Also dunkle Elme sehen schon ein bisschen gruselig aus. Alter, ich hab mich so ein little... Muss ich sagen, a little bit auf erschrocken. Jetzt komme ich da drüber, oder was? Na, super. Das ist meine Sense. Wir nehmen die mit, natürlich. Nee, das bist du ja, ne? Dann eben nicht. Aber, wie immer, speichern, Baby. In dieser kleinen Horror-City. Entschuldigung. Die sind ja echt geil. Alter, die sind creepy. Die sind echt ein bisschen creepy. Gut, 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 gut. Reicht sauber.
Hä? Hast du gerade nichts gehabt? Klingt komisch. Ich würde mal sagen, ein bisschen zu lang im Sonnenstudio gewesen. Alter! Das ist ein bisschen wie so eine Horrorstadt. Gut gemacht, Bruder. Nutze meine Fallen, aber pass auf, dass du nicht selbst in eine gerätst. Okay, solange du keinen Unschuldigen... Hinter dir! In Ravenholm musst du auf der Hut sein. Solange du keine Unschuldigen umbringst, ist mir das egal. Und jetzt? Ah, okay. Ich hab's nicht gesehen. Oh ja, klar. Meine Lieblingssache, rumhoppeln. Beiden Verbündeten hab ich erschossen. So. Ich dachte, das wäre ein Arsch. Oh Gott, die Zeit ist ja schon... Die ist ja schon hier. Aber, ne? Ja, leider wird er, wie es hier in dieser Horrorstadt weitergeht, da seht ihr natürlich dann. In der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Half-Life 2. Das Original. Ja, mit mir, dem Michael Freeman Cooper. Und ansonsten, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Aber wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten sage ich, wie immer, meine charmante Stimme. Ciao, ihr Lieben.